Ja, wir haben 8 Minuten gespielt, wir haben schon 10 Tore. Es ist ein schnelles, schönes Handballspiel hier beim Mecklenburg Derby. Das, was wir uns hier erhofft hatten, tritt bis hierhin ein. Wir müssen mal gucken, wie sehr man dieses Tempo durchgehen kann, durchhalten kann. Beide Bänke sehen nicht sonderlich dick aus. Und Annika Kaminski scheitert am Schweriner Block. Und das war klasse gespielt. Über Felkel, Kluth und dann Joda Wenk zum 7:4. Und es kam natürlich dadurch zustande, Abwehrspielerin kommt rein, wusste noch nicht positionell, wo sich hinstellen soll. Dann schön. Freie Spielerin mitgesehen, Anspiel wunderbar eingenetzt. Ja, und die erste 3-Tore-Führung in diesem Spiel für Grün-Weiß-Schwerin. Das bringt natürlich die entsprechende Sicherheit auch. Und das war gut gehalten von Felkel. Gibt es die gelbe Karte gegen Kerstin Felkel? Und 7 Meter, Annika Kaminski. Ah. Anna Pöschel in der richtigen Ecke. Aber der Ball ist drin. Und in der ersten schnell wird er ausgespielt, Kerstin Felkel mit ihrem 3. Treffer. Acht zu fünf. Wieder Kaminski, die da hochsteigt und jetzt am Außenposten schaltet. Macht sie aber sehr schön, setzt sich ab, sucht sich den Freiraum, nimmt den, an den Ball und dann, das was du gesagt hast, die, vorher mal die ältere Schule, die steigen dann hoch und werfen den Ball aufs Tor. Ja, ist halt Dorf Mecklenburg, das was ich vorhin meinte, auch bei der Anmoderation, sind sehr erfahren, alt eingesessen, die kennen sich sehr, sehr lange, spielen sehr, sehr lange zusammen. Da weiß der eine, was der andere tut, ist bei Grün-Weiß sicherlich auch der Fall. Aber wie gesagt, die Gefährlichkeit strahlt auf Mecklenburg über die beiden Halbpositionen aus. Und das heißt es für Schwerin zu unterbinden. Und müssen wir natürlich auch reden, das war natürlich Steffen Franke, der das sagte, nicht du. Dass die jüngeren Jahrgänge dieses Durchspielen gelernt haben und nicht mehr das Schießen von der Halbposition. Und hier sieht man, wie erfolgreich das sein kann auf Seiten von Dorf Mecklenburg. Und Adi hat ja gut aufgepasst. Und der Ball von Kinscher auf Schröder kommt nicht an. Schön durchgelaufen, da ist sie außen frei und macht das Tor. Katharin Feld mit ihrem ersten Treffer in diesem Spiel, 8 zu 6. Das war Schrittfehler von Jule Kluth. Der Gedanke gar nicht mal schlecht, die Lücke tut sich auf, dann nutze ich sie, aber dann muss man natürlich vorher einmal aufprallen. Jetzt wird auf Mecklenburg hier wieder die Chance, auf einen ranzukommen und wieder Annika Kaminski. Und das war an sich toll gespielt. Der Pass an den Kreis. Alle haben mit dem Wurf gerechnet. Und jetzt der Konter von Dini Schröder. 9 zu 6. Und der Wurf von Sandra Johannesson geht ans Gestänge und der Konter für Schwerin läuft. Tini Schröder. Das
10-6. Das werden sicherlich die Momente sein, wo Sprien sich jetzt Stück für Stück absetzen kann. Wenn sie ihre Chancen nutzen, haben sie eine gute Möglichkeit, sich frühzeitig abzusetzen und das Spiel vielleicht auch schon ein wenig vorzuentscheiden. Oh, der Wurf geht ins Nichts, aber es gibt auch Freiwurf für Schwerin, für Dorf Mecklenburg. So rum ist richtig. Der Kreis ist stark durchgesetzt, der Ball zwar im Tor, aber es gibt 7 Meter. Gelbe Karte gegen Wendy Künze. Und jetzt, wir beenden uns beide dran, Pokal gegen Haresley. Susi Grimm, einigen fantastischen Bällen. Mal gucken, was sie jetzt gegen Kaminski ausrichten kann. Im Moment noch nichts, der zweite 7 Meter im Tor. Der 4. Treffer für Annika Kaminski, 10-7. Ja, abgebrochen. Da war eine Hand dran. Und jetzt neuer Aufbau. Und Jule Klut. Ja, ist noch nicht wirklich erfolgreich. Nimmt sich jetzt 2 Würfe, die ans Lattenkreuz gehen. Nimmt sich jetzt den 3. Wurf, der weit am Tor vorbeigeht. Da fehlt die Sicherheit natürlich auch eben gerade zu sehen. Keine Körperspannung. Sie springt nicht richtig ab. Sie hat momentan noch kein Selbstvertrauen. Kann man nur hoffen, dass das über kurz oder lang dann bei ihr auch besser wird. Wieder Kaminski. Jetzt wieder das Kreisanspiel. Und es gibt wieder 7 Meter. Das ist der 3. 7 Meter bereits für den Mecklenburger SV. Und da hat sich aber schön Katrin Feld sich am Kreis schön durchgesetzt. Annika Kaminski hoch eingeschoben. Klasse 7 Meter. Der 3., der auch drin ist. Ihr 5. Treffer in diesem Spiel bereits. 8-10 für Götz mit dem Mecklenburger SV. Und Kerstin Felkel nimmt sich da den Wurf. Der passt auch, die Lücke ist da. 11-8. Und jetzt mal über die Außen gespielt. Franziska Bolz. Und sie unterbinden ja jetzt auch das schnelle Spiel von Schwerin. Ganz gut eben die zweite Bälle gut abgehalten. Jetzt muss Schwerin neu aufbauen über, über das Positionsspiel. Und da sind die großgewachsenen Mecklenburgerinnen. Ein schwerer Gegner. Jetzt mal das Kreuz, Jona Wenk, und er ist drin. Ihr 2. Treffer, 12-9. Torwartwechsel bei Dorf Mecklenburg. Ja, Antje Frank kommt jetzt ins Tor für Martina Scheller. Ja, vielleicht hat sie ein bisschen mehr Glück beim Abfassen der Bälle. Ich hoffe, dass die Schweriner Mädels natürlich genauso konzentriert weiterwerfen und dann ihren Vorsprung jetzt Stück für Stück ausbauen können. Ja, jetzt 2 Kreise gestellt und wieder Kaminski. Und diesmal hat Anne Pöschel den Ball dran. Und der lange Pass, Tini Schröder. Und er ist drin. Und 13-8. Das ist genau das Schweriner Spiel. Schön abgegriffen von Anne Pöschel, der lange Ball, fast bis an den gegnerischen Kreis. Punkt genau auf Dini Schröder, 13-9.
Und wieder abgegraben, Arne Pöschel von außen und der Express geht wieder los hier. Aber ein schlechter Pass von Völkel auf Kluth und Johanneshorn mit dem Treffer. Ihr Dritter in diesem Spiel, 13-10. Ja, da haben sie sich eben selbst in Schwung genommen. Ja, na sicher, also hätte Kerstin Völkel sogar noch abtippen können, gucken können, nochmal den Kopf hochnehmen können, eine neue Situation erschaffen, freien Mitspieler sehen. So war es natürlich aus der Not geboren, ein Notpass, der landet beim Gegenspieler. Und somit dann auch zum Gegentor. Gegen Katrin Feld. Also war schön noch gemacht von Wendy Künstler, aber war schon abgepfiffen, deswegen Freiburg für Grün-Weiß-Schwerin. Jule Kluth. Na, wieder Freiburg. Schon mal voll, gut gepfiffen. Und jetzt Dorf Mecklenburg wieder die Möglichkeit, um ein Tor ranzukommen. Aber es muss vielleicht auch ein bisschen mehr einfallen, als nur über Annika Kaminski das Spiel aufzuziehen. Weil sonst wird irgendwann Schwerin einen rausschicken und sie aus dem Spiel nehmen. Aber da ist sie wieder, das Kreisanspiel verhindert. Also ich hätte als Trainer jedenfalls schon so reagiert, ich hätte sie schon aus dem Spiel genommen. Wie siehst du das? Jetzt aber wieder der schnelle Konter, Kinscher, Tor! Treffer Nummer 3 und Auszeit genommen vom Mecklenburger SV. Dann wollen wir ein bisschen reinhören. Das nächste zum Kontertor, Martin Kinscher, Grün-Weiß-Berlin.